Herzlich willkommen zu Minecraft Dofi. Hä? Fliegende Autos verfolgen uns? Wir fahren auf einer Waschmaschine und können Monster bekämpfen. Jetzt sinkt er wieder. Hä? Meine Entwickler haben wieder eine verrückte Mod entwickelt aus euren Ideen und ich hatte keine Ahnung, was passiert. Viel Spaß mit dem Video. Motivation, jetzt geht's los, Freunde. Woo. Unser Dorf. So schön. Ich habe es vermisst. Wenn ich dieses Mal wieder von einem lebendigen Baguette besiegt werde, dann fahre ich zu den Entwicklern persönlich nach Hause und werde die besiegen. Ganz ohne Mod. Ich bin heute gut gelaunt. Also ich glaube, heute wird's echt cool. Muss ich noch die Sichtweite erhöhen oder so? Kann ich die Sichtweite nicht auf Null stellen, dass ich gar nichts mehr sehen muss? Ich glaube, das wäre das Beste für uns alle. Ja, Kuh, bedräng mich nicht. Wir legen ja schon los. Vielen Dank nochmal für eure großartigen Ideen. Ich hasse euch alle. Diese ganze, alles, was wir jetzt sehen werden, das stammt alles von euch. Bitte gebt dem Daumen ein Video nach unten. Ich habe wirklich keinen Bock auf dieses Format. Die letzten zwei Folgen waren schon der absolute Horror. Okay, was haben wir hier? Station 1. Frische Wäsche. Bitte keine Tricks. Wenn jetzt irgendwas Dummes hier passiert, dann werde ich die Entwickler in die Wäsche packen. Ich werde sie feuern. What? Was? Was ist das denn? Ach, komm schon. Als wäre es geskriptet. Hä? Ah, meine Ohren. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Was seid ihr denn für Clowns? Sind das die drei Fragezeichen heute zu viert oder was? Ich bin noch nicht mal zur ersten Station gelaufen und werde jetzt schon bedrängt. Was sind das für Beine? Was sind das für Stelzen, Junge? Ich will doch nur eine ganz normale Mod aufnehmen. Immerhin tun die mir nicht weh. Das ist okay. Vor allem, was ist das für ein Sound? Alter! Verfolgen die mich jetzt das ganze Video? Ich habe eine Idee. Wir graben einfach ein Loch, locken die da rein und dann gehen wir zur ersten Station. Das Kahlenkoper steht für schlau. Komm mal, mach das. Ist ja gut. Komm schon, jetzt lass mich doch nur ein Loch graben. Das ist der 3000 EQ-Move. Ich glaube, damit haben die Entwickler nicht gerechnet. Komm schon, der eine Block, das ist machbar. Wir kriegen die los. Geht einfach in das Loch. Komm schon, tut mir den Gefallen. Die gehen nicht ins Loch. Das Rohr ist zu groß, die passen nicht ins Loch. Jetzt geht doch einfach ins Loch, Mann. Alter, bin ich hier der Plumpsack oder was? Der Plumpsack geht um. Oh, ich will doch nur, dass die in das Loch gehen, damit die dann nicht mehr rauskommen. Komm schon. Die passen da nicht rein. Nein, es werden mehr. Nein. Nein. Ach, komm schon. Das war doch ein super Plan, oder nicht? Okay, warte. Wir können sie im Haus einsperren. Kommt mal mit, meine Freunde. Kommt rein. Okay, warte. Du Kuba, mach das. Kommt, meine Freunde. Folgt dem Licht. Ah, come on. Ich will doch... Ja. Kommt alle hier rein. Kommt alle hier rein. Hopp. Nein, sie haben mich hier eingesperrt. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Wir sind noch nicht mal zur ersten Station gekommen und ich habe mich selbst eingesperrt. Ich habe mich selbst getrollt. Ja. Nein. Warte. Ja, wir haben es geschafft. Ich nehme schon 20 Minuten auf und ich habe noch nichts geschafft, ey. Was habt ihr jetzt davon? Meine Fresse, ey. Zwei können wir als Begleiter mitnehmen. Das ist okay. So, können wir jetzt endlich anfangen. Also, jetzt... Psst. Station 1, frische Wäsche. Okay, gehen wir direkt mal hier rein. Tür zu. Halt mir mal fest. Ich bin ins Dorf gelaufen und habe nur noch 2,5 Hungerkeulen. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich bin jetzt schon fix und fertig. Hier, frisst eine Karotte und lasst mich in Ruhe. So, okay. Station Nummer 1. Als erstes haben wir hier einen Keller. Oh nein, nicht schon wieder. Kurze Erinnerung. Das letzte Mal, als ich in einen Keller gelaufen bin, wurde ich von einer lebendigen Mikrowelle gegrillt und davor von einem Staubsauger aufgesaugt. Kommt dieses Mal die lebendige Waschmaschine? Ich hoffe nicht. Ich warne euch. Das ist Tierquälerei, was die hier machen. Ich schwitze wie ein Schwein. Ich muss mich kurz ausziehen. Okay, grüßt meine Mutti von mir. Wir gehen runter. So. Was haben wir dieses Mal? Natürlich haben wir wieder einen Werfer. Hier ein neuer Sportwagen spawnen. Schau mal in deine Tastenbelegung. Tastenbelegung? Option? Steuerung? Tastenbelegung. Was haben wir denn dieses Mal? Haben wir wieder eine fliegende Pfanne wie in Folge 1? Katastrophe. Schießen. Schießen? Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich habe Angst. Alter, diese Sounds. Oh, komm schon. Ein Sportwagen, der schießen kann? Stand da oben nicht frische Wäsche? Hä? Sportwagen? Okay, ich dachte schon, es wäre eine Waschmaschine. What? Was ist das? Das ist eine Waschmaschine mit Rädern, Sitz und Lenkrad? What? Als hätte ich es nicht predicted. Oh mein Gott, können wir darauf reiten? Oh, ist das cool. Wir haben eine fahrende Waschmaschine. Der kleine Kopper möchte aus dem Waschsalon abgeholt werden. Ganz ehrlich, was machen wir eigentlich? Können wir damit fahren? Oh mein Gott, wir können sogar damit fahren? LOL. Selbst das Lenkrad bewegt sich. Wie awesome ist das bitte? Die Mod ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dafür bekommen meine Entwickler eine Gehaltserhöhung. Ha. Nein, ich stecke in der Wand fest. Nein.
Hallo, ich kann nichts drücken! God damn it! Dafür werde ich die Entwickler feuern. Wow, einfach nur... Wieso fliegen die? Die sind wie Mücken. Nee, ich frag gar nicht mehr. Ich frag nicht mehr. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Alter, was ein Mist, ey. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch mit euren dummen Ideen. Hört auf mit dem Mist. Ja, komm. Mach die Fliege, ey. Die machen wirklich die Fliege. Das ist unglaublich. Okay, gehen wir wieder in den Keller. Da haben wir wieder die Waschmaschine. Gehen direkt hier. Das gibt's nicht. Diese Waschmaschine ist nicht TÜV geprüft. 16 Stunden haben die programmiert. 16. Ich habe denen so viel Geld gegeben, so viel bekomme ich nicht mal für das Video. Kein Scherz. Kann ich die vielleicht jetzt irgendwie erstmal da runterschieben oder so? Komm schon. Zack. Aha, jetzt. Okay, fahren wir am besten direkt mal die Treppen hoch. Geht das? Ja, yeah, es funktioniert. Okay, warte. Gott, oh, ich kann dieses Ding nicht steuern. Oh, das Ding hat einen Wendekreis wie deine Mutter. Oh, das... Damit mal Minecraft durchspielen. Nee, danke. Moment, wir konnten doch auch damit schießen, oder? Sekunde mal. Frisst meine Shorts. Pam. Was? 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 Die Waschmaschine geht in den Schleudergang? Alter, wie awesome ist das? Hey, aber damit können wir die Viecher besiegen. Jawohl. Wir fahren auf einer Waschmaschine und können Monster bekämpfen. Das ist ja mega cool. Das gefällt mir voll. Das ist bisher die beste Mod, die Entwickler gemacht haben. Yeah. Damit haben wir die Monster wenigstens besiegt. So viel zur ersten Station. Was kommt als nächstes? Wir hatten einen Staubsauger, eine Mikrowelle, eine Waschmaschine. Kommt als nächstes ein Kühlschrank? Oder was? Okay. Kommen wir direkt zur nächsten Station. Station Nummer 2. Süßigkeiten laden. Nein. Na, jetzt hört... Nein, haut ab jetzt. Alter, ich drehe echt noch durch mit den Dingern. Ihr passt zur Wäsche. Ihr seid altes Gesocks, seid ihr. Die würde ich nicht mal waschen, die würde ich wegwerfen. Das ist eine reine Gehirnwäsche, dieses Format. Mann, ey. So, nochmal. Station 2, Süßigkeitenladen. Hallöche, meine Freunde. Hey, Bewohner. Bernd, was geht? Lol, ein Smaragd für ein Snickers? Oh, ich habe keine Smaragde. Haben wir irgendwo Tauschitems? Aha, hier haben wir Smaragde in der Truhe. Die nehmen wir natürlich direkt mit. Und der hält es sogar in der Hand. Geil. Oh, da habe ich jetzt echt Hunger drauf. Jetzt ein Snicker wäre geil. Oh, Snickers. Davon kann ich nicht genug bekommen. Alles meins. Vielleicht habe ich ja Glück und ich ersticke dran. Bop. Nein, ich habe dir versehentlich meine Smaragde. Du darfst den Rest behalten. Wir sind ja Freunde. Oh, so viele Kekse und Kuchen. Dann geht es draußen ans Genießen. Ich weiß nicht. Oh nein. Oh nö, bitte nicht. Nicht schon wieder eine Bank. Ey, ungelogen. Ich habe Flashbacks. In der letzten Folge habe ich was auf einer Bank gegessen und ich wurde von tausenden Croissants abgeschossen. Das ganze Dorf ist explodiert. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich essen sollte. Egal. Auf geht's. Ein Snickers. Guten Appetit. Wieso passiert da nichts? Oh, was ist das denn? Oh, hä? Fliegende Autos verfolgen uns? Ah, was ist das denn? Nein. Nein. Ihr könnt doch keine Schildkröten überfahren. Hä, was passiert denn da? Was ist das? Also, ich habe schon vieles gesehen, aber das? Da kommen einfach Autos auf uns zugefahren. Warum? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ah, Autos. No. Aber sie prallen gegen irgendwelche Blöcke ab. Oh, ich gebe mir so auf den Senkel. Und ich habe noch nicht mal Schuhe an. Autos, mich bekommt ihr niemals. Ich habe eine Waschmaschine. Ha, das ist wie Mario Kart, nur ohne Mario und ohne Kart. Ah, da kommt noch mehr. Führerschein habt ihr im Lotto gewonnen, oder was? Ah, das sind so viele. Das sind viel zu viele. Nein, lasst mich. Oh Gott, Massenkarambolage. Ah, ich hätte jetzt erwartet, dass die mich besiegen. Warum sind die Entwickler auf einmal so nett zu mir? Alter, ich werde solche Albträume von dieser Mod haben. Ich hasse es einfach. Ah, Bernd, deine Snickers stinken. Deine Snickers kannst du sonst wohin stecken. Ich will meine Smaragde wieder haben. Wegen dir wäre ich fast gestorben. Das ist doch Quatsch. Weg damit. Blödmann. Kann ich mich nicht in der Waschmaschine einfach ertränken? Geht das irgendwie? Kann ich mich damit selbst überfahren? Gehen wir direkt weiter. Station. Alter, kann ich die nicht einfach in den Brunnen werfen? Ich will doch einfach nur diese Mod ausprobieren. Mehr will ich doch nicht. Ich habe keine Lust mehr. Ich will das Video einfach nur noch beenden. Ich will Minecraft einfach löschen. Station Nummer 3. Bäckerei. Team Graubrot. So, was haben wir hier? Hier haben wir Schilder. Der Bäcker hat nach Hilfe gerufen. Er kann kein Brot backen. Nutze sein Rührgerät, fülle alle Zutaten ein, um Brot zu erstellen. Du bist ein Bäcker und kannst kein Brot backen. Sollen wir dieser Person helfen? Er sieht echt unsympathisch aus. Aber natürlich helfen wir dir. Echt jetzt?
Auch hier haben wir wieder Tausch-Items. Smaragde, direkt mitgenommen. Okay, mein Freund. Wie können wir dir helfen? Ich bin kein Bäcker oder so, aber Eier und Salz, Zucker und Wunderwerk der Technik. Okay, ein Wassereimer. Zack. Nehmen wir direkt mal 5 Weizen und ein Wunderwerk der Technik. Bitte keine Tricks. Dann würde ich sagen, dann backen wir mal Brot. Wunderwerk der Technik. Was ist das da? Hat er gerade... Entschuldigen Sie, haben Sie gerade ein Schild kaputt gemacht? Das ist Vandalismus. Das ist illegal. Lykopa hat sein blaues Wunder erlebt. War das der Nachbar von Peter Lustig? Und ich bin Hans Traurig. Ich verstehe das nicht. Wasser, Weizen. Was redet der Typ? Können wir ihm irgendwie helfen oder so? Was ist falsch mit dir? Jetzt singt er wieder. Kann man so ein Ding benutzen? Sag mal. Schalte ich das Rührwerk ein? What? Dieser Typ hat gerade ein komplettes Haus in die Luft gejagt. Warte. Hey, ich höre ihn doch noch. Nein, da ist er. Nein. Nicht schon wieder. Hau ab. Wehe, ich warne dich, wenn du jetzt noch einmal das Ding in die Luft jagst. Ich wollte doch nur ganz normales Brot backen. Wisst ihr, es gibt Leute, die behaupten, Computerspiele würden für Amokläufe sorgen. Ganz ehrlich, die haben recht. Stirb doch einfach. Spürt die Kraft der Waschmaschine. Ich hasse dieses Format. Ich hasse dieses Projekt. Ich hasse die Entwickler. Ich hasse euch alle. Nein. Hören Sie auf. Ich werfe Sie mit einem Stein ab. Stein gegen Kopf. Nein! Will ich nur das Spiel verlassen? Ich möchte mein Leben verlassen. Mal wieder die Welt neu geladen. Auf geht's zu Station Nummer 4. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Kann ich noch Proviant mitnehmen? Eine Karotte oder sowas? Let's go. Ich wollte gerade zur 4. Station laufen. Aber... What? Bitte was? Was zur Hölle ist hier los? Hä? Sind das Bewohner in Töpfen? Sind das Topfbewohner? What the... Alter, das ist wie ein Fiebertraum. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Die haben sogar verschiedene Jobs. What? Okay, das ist echt gruselig. Aber die können Sachen tauschen. Oh nee, ey. Ich hol mal ganz kurz Smaragde und dann müssen wir auf jeden Fall mal was tauschen. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Das ist ein Albtraum, ist das. Nicht die Kinder. What? Was habt ihr mit denen gemacht? Das ist das Gruseligste, was ich je gesehen habe. Ich will die alle besiegen. Ich glaube, das wäre das Beste für die. Bewohner, rede nicht mit denen. Ich habe Smaragde. Möchte irgendjemand tauschen? Ihr braucht keine Sorge zu haben. Alter, ich bin so überfragt, ganz ehrlich. Da ist er mit dem Hut. Hey, mein Freund. Oh, der möchte was tauschen. Zack, bam, getauscht. Dafür haben die Entwickler 16 Stunden gebraucht. Ich habe den Geld dafür gegeben. Die sollten mir dafür was geben, dass ich mir sowas anschauen muss. Jetzt bräuchten wir die Autos. Ich hätte jemanden, den man überfahren sollte. Wir haben eine Karte getauscht. Kann ich hier nicht irgendwie einen Ort finden, wo ich abhauen kann? Alter, ich komme nicht mehr raus. Nicht schon wieder. Oh Mann, die blockieren echt die Tür. Lasst mich raus. Ihr könnt mich doch nicht mit dem Ungeheuer hier alleine lassen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich kann nichts machen. Lasst mich hier raus. Komm schon. Ich wurde einfach eingesperrt. Ich habe keine Chance. So viel zur 4. Station. Ich glaube, schlimmer kann es nicht mehr werden. Das Dorf sollte man komplett wegsprengen. Okay, wo haben wir denn Station 5? Da steht eine 5. Ich glaube, da hinten sind wir richtig. Ich will einfach nur noch das Video beenden, ganz ehrlich. Echt keinen Bock mehr auf den Mist. Station 5, das Finale. Das ist auch das Finale. Das ist auch die Finale. Station Nummer 5, Finale. Das war auch die finale Mod von den Entwicklern. Das sei jetzt schon mal angekündigt. Wir haben jetzt schon so viele schlimme Sachen gesehen. Was gibt's Schlimmeres? Let's go. Was ist das denn? What? Wir müssen weg. Was ist das denn? Alles auf Eimer? Ganz viele Bewohner? Sniper? What? Ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen. Explodiert die Idee? What? Was? Doch, nee. Das sind doch viel zu viele. Ja, an dieser Stelle, kleiner Hinweis. Das ist die 3. Folge. Die letzte Folge werde ich auf dem Bildschirm verlinken. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf dieses Format. Ich freue mich nicht auf die nächste Folge. Ich werde mich ins Bett legen und einfach nur weinen. Und vielleicht werde ich nicht mehr aufwachen. Das wäre vielleicht am besten. Nee, tschüss. Ich bin raus, ey. Tschüss.